Ja, die anderen kommen uns hinterher. Angriff! Hören Sie es denn, wir sind Piraten, das ist der Überfall. Wir entern jetzt. Leben kriegt ihr mich nie. Ihr Schweine! Bis blau Kollisionskurs vorbereiten. Ich habe alles in meinen Sichtblick mit dem Kuckerrohr. Gleich rammen wir sie. Ich ja. Ramme sie gleich. Oder mein erster Offizier wird sie rammen. Die wollen mich rammeln. Hallo! Ach, die verdammte Scheiße. Meine Herrenschaften, ich habe das Gefühl, das könnte ein bisschen in die Hose gehen. Wie ruhig, ja. So, alles an Bord. Bitte tun Sie Ihr Gepäck gleich vorbereiten. Hier sind die freundlichsten Piraten der Welt. Alles an Bord, wir legen ab. Ja, wir wollen dann auch. Also, doch. Da gehe ich nicht raus. Das Ding fährt schon wieder. Mr. Gatter, volle Kraft voraus. Ich muss jetzt zurück. Ja. Backboard, wir sind doch noch gar nicht alle da, was fahren Sie schon wieder los, verdammte Scheiße? Was ist nochmal Backboard? Ich hab einmal gesagt, alle drauf. Keine Ahnung. Nein, Backboard ist rechts, Steuerbord ist. Nein, Backboard ist links. Alle noch an Bord. Im Moment, ja. Backboard ist links und Steuerbord ist rechts. Korrekt. Ups. Die Frontal. Frontal. Ramzi, das ist ein Überfall. Das sagt der kleine Scheißkater da. Holt doch mal den Mr. Sam vom Steg ab da hinten. Ja, natürlich. Das kleine Beiboot da. Mr. Kater, das Beiboot. Yes. Oh, ich muss meine Jacke anziehen, es ist doch etwas frisch auf dem Boot. So, wir werden jetzt nahe der Küste fahren und dann geht's mal Richtung Saint-Denis. Alles klar. Ich habe übrigens Chili und Getränke. Ja, wunderbar. Das passt ja. Wir sind die Strohhutberater. Achtung, Matrosen! Matrosen, Achtung, Captain! Achtung, Besatzung! Anderen! Schiff gerade zu befähigen! Angreifer, Backbord! Ankelus, alle Mann! Intensivieren, Achtung, Backbord! Segel! Feuer frei! Männer, ladet eure Kanonen! Oh, das war was anderes. Männer, hol die Kanonen raus! Du wärst mit unseren Einzylinder darauf, was das ist. You wanna race? You wanna race? Ist der super? No. Bitte halten Sie an von unserem Flaggschiff. Wir sind De La Rosso und die starken Männer, also stehen bleiben. Kommen Sie rüber. Es geht alle auf die kleine Karte, jetzt geht der Kahn unter, weil er nicht überladen. Mr. Walker, Ihre Matrosen machen Meuterei, habe ich das Gefühl. Ja, jetzt sind meine Matrosen. Ja, nein. Werft so, sie alle von Bord. Sie kommen nie wieder auf mein Schiff. Wir landen gleich an. Dann voraus, hart Backbord, Kapitän, hart Backbord. Rechts. Was ist denn? Links, Kapitän, links. Nein, rechts, ich muss rechts fahren. Links. Oh Gott. Backbord links, Steuerbord rechts. Nein, verdammt, ich steck fest. So, jetzt wird geentert. Ei. Matrosen klar machen zum Entern. Wir fahren zurück. Hol die Säbel raus. Oh, hier ist das Sandbank. Warum hängt der hier auf ist? Tja. Ja, ist das jetzt hier eine Rettungsmission? Ja, natürlich. Moment, wir müssen hier rauf. Schieb mal von hinten. Ich glaube, Sie müssen dabei. Au. Ey, ich komme hier gar nicht rein. Bleiben Sie auf Boot, Kapitän, Sie haben versagt. Sie müssen mit uns mitkommen. Arr.
Eieieiei. Das sind für wen gehört denn eigentlich der Gaul und das Pferd da? Ich weiß nicht, wer hat. Ah, das ist. Balthasar, ist das dein Pferd? Das ist bestimmt von der Frau Blau, oder? Nein. Nein. Aua! Oh Mann, das könnte Balthasar sein. Sein oh, oder? Mann, über Bord! Ja. Mann, über das arme Pferdchen, mon Dieu! Oh. Ja, landen Sie mal lieber jetzt hier auf, nicht dass wir noch alle absaufen hier. Nee, wir saufen nicht ab. Karte würde mich eher mehr Backbord halten, nicht Steuerbord. Ja, Shepard, komm rüber jetzt hier los. So, jetzt haben wir noch. Na, Nummer 1000. Was macht ihr jetzt? Na, wir müssen das Boot zurücklassen, kommt doch hier nicht mehr raus. Karte, ja, wenn ihr mal von hinten schieben würdet. Ja, mit der Nussschale. Well, ich schieb mal. Wir haben kein Gleitmittel. Jetzt beschieben, ich sitze jetzt selber gleich auf hier. Oh, wenn wir jetzt noch weiter steuern, dann sitzen wir auch auf. Ja, ja, dann sitzen wir auch gleich auf. Ich schieb mal. Wir fahren einfach und lassen den anderen Captain zurück, weil der Captain geht normalerweise unter mit seinem Schiff. Oder ein Fenster vom Vorschlag. Oh, ich stell mich fest davon, ne? Ups. Dann ist nicht von hinten, dann ist von der Seite. Ja. Ja, Wesley, komm runter da jetzt. Bringt doch nichts. Oh, es bewegt sich. Hat der Captain den Blick? Das bringt ja von hinten auch nichts. Oh, doch, jetzt ist er frei. Oh, er fährt wieder. Nichts fällt mir. Oh, Gas geben, Mr. Kader, Gas geben, was dann werden. Zurück, zurück, fallen wir kurz zur Insel da. Rote, ich was bin der König der Welt. Oh, ich. Hallo, hallo, hallo. Ja. Geht's dir gut, oder? Ja, jetzt werden sie schon anhänglich hier. Ich weiß, ein Bootsfahrt kann schon romantisch sein, aber. Warum nimmst du mich da in den Schwitzkasten? Was für eine Insel? Vollstopp, Shepard über Bord. Shepard ist nicht über Bord. No, aber deswegen ich sage, wir müssen einen Vollstopp machen, dann er ist Mrs. Blau, wenn Sie hier weiterhin falsche Kommandos geben oder so, oder irgendwelchen, dann gehen Sie über die Planke, haben Sie mich verstanden? Sie wird denn doch niemals eine Lady über die Bord schmeißen. Okay, ich will die Antwort nicht hören. Unglaublich, ey. Sie haben es hier mit der Strohhutbande zu tun, jetzt bleiben Sie stehen. Ja, wir möchten jetzt hier was zu trinken haben. Ich möchte das loswerden. Ihr seid keine Küste. Das ist eine über Bord. Wer ist über Bord? Was? Nee. Das ist bitte. Karte, haben Sie überhaupt die Brille auf? Nee, ich hab nicht mal einen Bootschein. Ich hab nicht mal einen Bootschein. Also Matrose, nachdem ich kein Segel habe, muss ich mich von hier unten ein bisschen an Beobachtung machen. Ich sehe drei Goldturblonen auf dem Schiff. Plus eine alte Sack in dieser Kabine namens Captain-Kabine. Wir sind minimal schneller wie er. Oh, nein, gut gemacht, Mr. Shepard. Ups. Oh mein Gott. Das ich hab's überlebt. Ja, bei die kleine Boot kommen wir wenigstens rein. Noch nicht springen. Ich springe nicht. Ja, du bist aber kurz davor. Ja, kurz davor ist auch daneben. Ja. Shepard, verpiss dich. Yes. Oh mein Gott. Ups. Oh oh. Kann mich jemand mit Lasso mal ein bisschen so hinten die rein? Wo bist denn du? Oh Mann, ey. Ja. Also nicht. Ja, steht immer noch da vorne. Okay, er trifft auch mit. Karte, fahr mit dem Schiff, ja, ich muss zurück. Ja, es dauert jetzt aber ein bisschen. Habt ihr genug Sprit überhaupt oder stecke ich bei dir irgendwo stehen? Auf unserem Schiff. Okay. Aber wenn ich mal langsam wieder zurück zum Heimathafen oder was? Wieso? Ich mach das aber nie. Alles stehen bleiben! Ah! Holt mich ab! Holt Sie Kasperl! Wir fahren zurück. Oh, ich würde jetzt nicht mehr so weit aufs offene Meer, glaube ich. Meine Sie, wir gehen unter, ja, oder was? Nee, mit dem kann ich nicht. Mein Bruderboot vielleicht. Wann wissen wir jetzt, wenn der Sprit leer ist? Ja, keine Ahnung, wenn es nicht mehr geht. Also ich habe eine Kanister mit, nur zu Info, also. Ich habe halt auch 3 und 10 habe ich dabei. Wir fahren mit Alkohol oder so. Ey, Mr. Shepard schießt auf uns.
Eine das muss ich zurückfordern. Schieß zurück. Mach ich jetzt auch. Wie viel kostet so eine Kanister? Männer, volle Breitseite. Oh mein Gott, ich hätte ihn fast ins Gesicht geschossen. Heilige Scheiße. Was ist das Boot hier? Miss Blo? Was? Was kostet was? So eine Kanister von die Sprit. Ein Kanister, $10. Volle Breitseite auf den roten Frachter da. Natürlich. 3, 2, 1, Feuer! Oh mein Gott. Die Zähne über Bord. Die Scheiße. Ja, oder? Nein. Nur fast. Müssen wir überhaupt hin? Also da. Ja, aber ich sehe Tankfresser, hat auf mein Schiff geschossen. Das war Miss Blanc. Nein. Ich fahr zurück, Shepard ist über Bord gegangen. Ey, fahrt mal zurück, holt mal Shepard raus. Oh, Mr. Ringo, sie saufen, glaube ich, auch gleich ab. Okay, er ist wieder auf mein Boot gesprungen. Wo ist er? Wir können beide fahren. Er ist wieder auf mein Boot. Der ist noch alles gut. Hey, Mr. Bock, wir haben uns hier schon gefallen. Er ist schon wieder runtergefallen. Aber mir scheint es auf die große Boote. Man fällt schneller runter wie auf die kleine, verdammt. Ich bin ganz nass. Das geht jetzt übers Wasser. Über die Planke. So, wer möchte jetzt was zu trinken? Sie sehen ein bisschen nass aus. Der Bootsführer braucht was zu trinken. Der Bootsführer. Okay. Könnt ihr den Bootsführer nicht so trinken? Weil, ja, besser nicht. Achtung, Dankeschön, Dankeschön. Der Weißbohr dann hinlegt. Danke. Haben Sie eine Rum dabei? Rumdiddledum. Nee, hab ich nicht. Eieieiei, was haben Sie denn? Wo müssen wir hin? Arre Piraten, wir erreichen jetzt das Letzte. Ja, geben Sie mir eine Tequila. Ich seh nix. Geradeaus einfach. Ah ja, gerade das. Jetzt geht weiter nach links. Links. Das macht $4. Aus welchen Ländern kommen wir? Nee, wir müssen doch rechts. Hier ist doch der Anweg gehoben. Ja, natürlich. Schon, aber wir können unser ja... Unser Resi ist genauso doof wie wir. Da dann aussteigen. Da vorne beim Ding raus. Ja, bitte sehr. Upsi. Hilfe! Hilfe! Fahren Sie halt zurück und nehmen Sie bitte mit. Hilfe! Und je! Wir nehmen keine Frauen mehr mit. Ey! Soll ich sie erschießen, dann ist sie gleich weg. No? Ich hab nichts gesehen. Hilfe! Das Loch Ness Monster schwimmt auf uns zu. Ja, wo ist denn? Also hier. Eieiei. Das Monster hat Füße, über Bord, Männer, über Bord! Gut, also das nächste Mal. Jetzt haben wir Shepard verloren, also er ist wieder da. Er ist wieder da. Hier kann man gut an Land gehen. Das Rettungsboot ist da! Schon nicht, wenn ich bin da. Weiter. Das ist aber wirklich. Das Wasser ist nicht ihr Element. Unglaublich, ey. Aua. Aua. Naja, eine Bootfahrt, die ist lustig, eine Bootfahrt, die ist schön.